Ein eingelöstes Versprechen. Ich hatte euch ja gesagt, wenn ihr wollt, erzähle ich euch ein bisschen was zu meiner neuen Tischfräse und warum ich mir jetzt genau diese Tischfräse besorgt habe. Und weil ihr ungefähr 38 Milliarden Mal gesagt habt, ja, bitte zeig sie, machen wir genau das jetzt. Hier ist sie nun, meine Tischfräse, die in diesem Fall ein Frästisch der Firma Crack ist. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, weil ich ja mit dem ganzen System bei meinem Arbeitstisch schon sehr zufrieden war. Das heißt, die Konstruktion des Tisches ist eigentlich wie bei dem anderen Tisch sehr einfach, aber auch sehr gut. Und deswegen müssen wir dazu eigentlich gar nicht so viel mehr sagen. Womit wir direkt mal anfangen, ist, ich hatte ja gesagt, dass sich der Parallel oder der Anschlag zum Fräsen parallel zum Fräser verstellt. Und da haben natürlich jetzt einige gesagt, wie soll das gehen? Zu einer runden Fläche kann doch etwas nicht parallel sein. Das ist richtig, wenn man ganz mit so großen Scheuklappen davor steht, ist das richtig. Ansonsten ist es nicht richtig, weil sich dieser Anschlag nun einfach mal parallel zum Fräser verstellt. Wenn wir uns das nämlich angucken, wir lösen einfach hier den Hebel und fahren parallel zur Richtung, in die man fräst. Um es jetzt noch mal ein bisschen für Doofe sozusagen zu sagen, ohne jetzt zu sagen, ihr seid doof, aber das ist das, was ich gemeint habe. Und das macht, glaube ich, auch Sinn. Wir arbeiten an einem Frästisch immer von einer in die andere Richtung. Das heißt, wir arbeiten eigentlich immer von rechts nach links. Das ist bei einem kleinen Frästisch so und bei einem großen auch. Das heißt, wenn wir jetzt von einer Verstellung reden, in diesem Fall parallel, dann verschiebt sie sich parallel zu dem Punkt, von dem wir arbeiten. Hier ist extra ein Pfeil, bitte in diese Richtung arbeiten. Also wenn ich jetzt von hier nach da arbeite, nehmen wir einfach diese Linie als Arbeitslinie oder diesen Pfeil. Und der Anschlag dazu verstellt sich parallel. Anders als bei der Festool-Fräse, wo man den Anschlag ungefähr so verstellen konnte, das wäre keine parallele Verstellung, sondern einfach eine irgendwie. Ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen klar ist. Natürlich kann man jetzt auch sagen, klar, ich kann ja an einem Frästisch auch so arbeiten. Ja, könnte man, aber ich glaube, andersrum macht es eigentlich Sinn. Das heißt, das finde ich sehr, sehr cool, weil das hat mich nämlich bei dem Festool-Tisch eigentlich immer extrem genervt, den Anschlag einzustellen. Ganz zu schweigen davon, dass er relativ klein war. Der hier ist jetzt ziemlich groß und hat auch die Möglichkeit durch diese Aluschiene hier oben, dass ich verschiedenste Sachen einfach einspannen kann. Und das finde ich super cool. Genauso wie ich hier vorne schon ein doppeltes T-Nut-System eigentlich habe. Eine breite und eine kleine, wo ich zum Beispiel hier so ein Federbrett einspannen kann. Und das ist sehr, sehr schlau. Gerade beim Fräsen, finde ich, möchte man ja, oder sollte man immer, wenn man mit Anschlag fräst, möglichst gut Druck gegen den Anschlag aufbauen. Gerade in diesem Bereich hier ist es ja dann doch ein bisschen heikel, je nachdem, was man macht, weil im schlimmsten Fall, nehmen das mal weg und gehen jetzt mal davon aus irgendeinem total ungünstigen Grund, wir stellen das mal so ein, schießt mein Stück Holz da hinten raus, ich drücke aber immer noch und habe das vielleicht nicht eingestellt, diesen Schutz, der schon mal sehr gut ist, der wäre natürlich so aber jetzt unmöglich, weil da passt gar kein Fräser hin und greife hier rein. Dann habe ich das, was man einen katastrophalen Unfall nennt, denn ein Fräser ist etwas, was sich sehr, sehr schnell dreht mit meistens mehr als einer Schneide, das heißt, da kommt dann ein ganzer Haufen Gehacktes bei raus. Also das ist sozusagen katastrophal. Das sollte man definitiv komplett vermeiden. Insofern finde ich das sehr, sehr schlau, wenn wir sozusagen sowas wie diese Schiene für so ein Federbrett schon eingebaut haben. Weil es macht es einfach leichter, die Sicherheitsfeatures zu nutzen, wenn wir nicht extrem viel Arbeit investieren müssen, um sie überhaupt einbauen zu können. Ich bin ja nun nicht der größte Sicherheitsfanatiker der Welt, aber ich finde solche Sachen einfach schlau, weil es einfach ist, sicher zu arbeiten. Und auch hier, die Verstellmöglichkeiten sind mannigfaltig, um mal ein anderes Wort zu nutzen als in all den anderen Videos. Das finde ich sehr cool und gerade auch unter dem Sicherheitsaspekt finde ich das doppelt cool, weil, wie gesagt, so eine Tischfräse gerade, wenn man jetzt auch sagen würde, ja, ich habe aber nur einen kleinen Motor, ja, dann ist es im Zweifelsfall noch schlimmer, weil ich erspare euch die Details. Also wichtig ist,
Eine gefährliche Maschine, Sicherheitsfeatures sind immer super und wenn sie einfach zu bedienen sind, so wie hier, das ist gar kein Problem. Das finde ich einfach nur geil, das finde ich gut, das macht mir Spaß. Und vor allen Dingen der nächste Punkt, ich hole mal mein Brett wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel in verschiedensten Abständen ohne diesen Parallelanschlag fräsen möchte, könnte ich mir hier zum Beispiel über der Formatkreissäge ganz easy einen Schiebeschlitten bauen und sagen, okay, ich fahre jetzt hier lang, ich fahre jetzt hier lang, denn wir wissen ja alle, so können wir am Parallelanschlag das Stück nicht rüberschieben. Die Kante ist viel zu klein, das ist viel zu wackelig, das fliegt weg und wir haben wieder unseren Unfall. Das heißt, wenn wir uns hier einfach einen Schlitten bauen, wie man das bei der Bandsäge, kennt ihr das wahrscheinlich, da habt ihr hier euren kleinen, euer Miter Gauge, wie es auf Englisch heißt, das hier drin fährt, wo ihr einfach einen Anschlag habt, dass das ganze Stück stabilisiert, zack, kann ich wieder einfach arbeiten. Und das ist zum Beispiel etwas, das gibt es für die Festool-Tische auch. Diesen Arm finde ich allerdings nicht so doll und die Eigenbauten, die ich gesehen habe, da ist mir ehrlich gesagt ein bisschen schlecht geworden, weil das einfach dann irgendwann zu weit weg von dem ist, was die Fräse eigentlich ist. Und das ist das, was ich euch auch immer wieder versuche zu sagen. Wenn ich eine Maschine kaufe, dann möchte ich in der Regel, weil es ja nicht gerade wenig Geld ist, nicht 24 Stunden oder 24 Tage oder ein Jahr an irgendwelchen Vorrichtungen basteln müssen, um die ganze Maschine überhaupt erst bedienen zu können. Sondern ich möchte eigentlich die Maschine auspacken und sie sollte so durchdacht sein, dass ich möglichst präzise ganz viele verschiedene Arbeiten ausführen kann. Und das ist hier so und das finde ich super gut. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Key Features sozusagen gesehen. Wir haben den Parallelanschlag, der sich sehr schön verstellen lässt. Lässt sich auch ganz einfach feststellen und ist dann auch fest. Wir könnten natürlich hier links, kann ich die Schraube noch ein bisschen fester drehen. Wir haben auch hier die Möglichkeit, hier noch ein Lineal einzukleben, dann das Ganze als messbaren Anschlag zu nehmen. Ich weiß nicht genau, ob ich das nutzen werde, weil ich in der Regel sowieso alles nachmesse. Aber wir hätten die Möglichkeit. Das Lineal ist auch entweder hier oder hier. Wie man sieht, habe ich es noch nicht gebraucht. Dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Feature, was ich sehr cool finde. Jeder, der die alte Fräse, die ich damals hatte, kennt, weiß, die Höheneinstellung ist so ein bisschen so ein Spiel, wo man hier so erstmal rumdüdelt und dann was festmacht. Hier ist es ein bisschen anders. Was bei dem Anschlag hier noch ganz wichtig ist, wir können natürlich hier die Führung noch ein bisschen straffer einstellen. Das finde ich auch wichtig, das werde ich auch machen. Aber wir haben das tolle Feature, dass das ein Anschlag ist, wenn ich den hier feststelle. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ich ein bisschen schief mache, zieht er sich automatisch gerade. Das heißt, wenn wir hier das Ganze noch fester stellen, hat er hier noch weniger Spiel. Aber das Gute ist, er stellt sich beim Feststellen immer in den 90-Grad-Winkel zu dieser Schiene. Und das ist wirklich optimal. Das heißt, man muss darüber nicht wirklich viel nachdenken. Und auch wenn man jetzt sich hier die Abdeckung sozusagen anguckt, ist das sehr einfach zu verstellen. Wir lösen hier einfach die Schrauben, können uns das Ganze auf die Öffnung einstellen, die wir brauchen, schrauben das Ganze einfach wieder fest und das Ganze ist erledigt. Dann muss man natürlich hier einmal den Kollegen hier aus dem Weg machen. So, das heißt, auch diese Einstellung funktioniert sehr einfach. Wir können das also sehr elegant an das anpassen, was wir machen. Also je nach Fräser ist das Einstellen der Fräse sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell. Und das führt wiederum auch dazu, was ich gerade schon hier zu den Sicherheitsfeatures gesagt habe. Je einfacher das ist, solche Anschläge genau so einzustellen, wie es sein soll. Also, dass ich möglichst eigentlich kein Spiel habe hier neben, dass das Werkstück da nicht reinfallen kann. Dann werde ich das auch machen, weil es einfach so einfach ist. Das heißt, diese Faulheit, die wir alle haben, zu sagen, ach scheiße, ich schiebe das da jetzt einfach einmal durch, das passt schon, wird so ein bisschen davon, hoffe ich zumindest, dass das bei euch auch so ist, wird davon so ein bisschen ja, ausgehebelt, weil es einfach super easy ist. Ich mache das hier auf, zack, zack. Das ist kein Thema, kann das zumachen, mache das wieder fest und bin damit glücklich. Das ist also sehr schön. Und jetzt kommen wir nämlich auch schon zu dem nächsten, was sehr schön ist. Ich hatte das ja gerade eben gesagt. Jetzt habe ich nur noch zwischen was gesagt. Bei der alten Fräse war es so, die Höheneinstellung ist hier immer so ein gewisser Kampf gewesen. Hier ist es ganz anders. Wir nehmen uns einfach den Schlüssel, der eigentlich hier hinten im Tisch aufbewahrt werden kann, lösen den Feststellmechanismus und können dann von hier oben ganz entspannt die Fräse hoch und runter fahren. Das funktioniert extrem
ja, feinläufig. Nee, das ist nicht das richtige Wort, aber also es geht super smooth, würde man wohl sagen. Anders als bei zum Beispiel auch meiner alten Fräse, wo ich ja schon mal anfangs die Frage gestellt hatte, Mensch, Leute, geht das bei euch auch so schwer? Insofern, das ist einfach auch wieder was, man kann es Bequemlichkeit nennen, aber es macht einfach mehr Spaß, es zu bedienen. Und ihr seht es wahrscheinlich von da hinten auch. Wir haben hier auch eine ganz, ganz feine Höheneinstellung. Das heißt, wenn wir die Höhe verstellen, können wir hier wirklich ganz, 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 ganz fein nachjustieren. Und das ist für viele Sachen eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man diese feine Einstellung hat. Wenn man zum Beispiel eine Nut fräst und feststellt, okay, die ist so ein Hauch nicht tief genug, dann können wir einfach hier das Ganze wieder lösen und tasten uns ganz, 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 ganz minimal ran, können das super überprüfen, können sagen, okay, ich bin jetzt einen Strich weiter, ich könnte auch ziemlich genau einen halben Strich weitergehen, stelle mir das wieder fest, fräse meine Nut nochmal und laufe damit nicht Gefahr, dass ich durch eine Einstellung, die nicht präzise ist, direkt übers Ziel hinausschieße. So, und wenn ich jetzt unter den Tisch kletter, zwei Spanner vorne und zwei hinten löse, dann kann ich die Fräse nicht nur in dieser Richtung bewegen, sondern ich kann sie auch neigen. Und das ist etwas, also A, rastet sie bei 90 Grad wieder ein. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass ich jetzt denke, aha, das sind 90 Grad, sondern sie rastet da auch ein. Wenn wir das gleich von der Seite nochmal sehen, können wir auch sehen, dass wir hier eine Skala haben. Sie rastet also bei bestimmten Punkten ein. Das heißt, wir können uns da fixe Winkel einstellen, zum Beispiel 90 Grad, was eigentlich der wichtigste Winkel ist. Die Möglichkeiten, die sowas aber bietet, da bin ich ganz ehrlich, habe ich noch gar keine Ahnung, was das alles für Möglichkeiten bringt. Denn durch solche Möglichkeiten, wenn wir einen Fräser schief einspannen oder schräg besser gesagt, kann es sein, dass wir mit einem Fräser ganz, ganz viele Fräser eigentlich überflüssig machen, weil wir den Fräser einfach anders einspannen. Wenn wir also sonst einen 45-Grad-Fräser haben, können wir einfach jetzt einen geraden Fräser nehmen, einen Schaftfräser und spannen den in 45 Grad ein. Wir haben also den gleichen Effekt. Das heißt, selbst wenn diese Einstellung und diese Platte bzw. auch die Fräse und alles dafür ein bisschen teurer ist, kann ich mir auf lange Sicht teure Fräswerkzeuge sparen, weil ich einfach ein einfaches Werkzeug in einem bestimmten Winkel einspanne. Und der große Faktor, der dabei natürlich dazukommt, ist, ich könnte diesen Schaftfräser jetzt ja nicht nur als 45-Grad-Fräser benutzen, sondern auch als 10-Grad-Fräser, 35, 25. Das heißt, selbst wenn wir das einfachste Beispiel nehmen, haben wir durch diesen Effekt also nahezu unerschlagbare viele Möglichkeiten, wo, wie gesagt, ich noch gar nicht weiß, was da sich alles herauskristallisiert, wenn man wirklich anfängt, ganz kreativ damit zu arbeiten. Und wenn man das Ganze wieder feststellen will, ist das eigentlich auch ganz einfach. Zuallererst packen wir unsere Platte mal wieder rein, damit wir das Ganze halbwegs mittig positionieren. Und dann machen wir einfach wieder vorne die beiden Hebel fest, hinten die beiden Hebel fest. Das ist wirklich sehr, sehr einfach in dem Fall. So, und unsere Fräse ist wieder fest und sogar gar nicht so schlecht zentriert. Wenn man das also nochmal zusammenfasst, dann ist das einfach so ein bisschen mehr die Lösung für die Werkstatt, wo man sich nicht so viel bewegt. Das alte System war gut geeignet für Leute, die viel unterwegs sind. Und das war ich früher mehr als heute. Insofern ist das einfach der logische Schritt zu sagen, ich brauche keine riesengroße Tischfräse, keine Maschine in dem Sinne, so wie meine Formatkreissäge, sondern für das, was ich mache, ein Werkstattgerät, um jetzt nicht wieder Maschine zu sagen, weil ich gerade gesagt habe, keine Maschine. Aber es ist natürlich eine Maschine, irgendwo ein elektrisches Werkzeug. Es ist die größte kleine Ausführung, die ich mir vorstellen kann im Moment. Und es hat ganz, ganz viele Features, die ich euch jetzt schon gezeigt habe, die ich einfach sehr überzeugend finde, wenn ich darüber nachdenke, wie ich hier arbeiten möchte, wie ich meine Werkzeuge lagern möchte. Und natürlich auch einfach so Sicherheitsfeatures, die einfach schon drin sind und funktionieren. Und für alle, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich so ein Federboard, was soll das eigentlich, kann ich das natürlich nochmal sagen. Das Werkstück wird angedrückt und da hat es ein bisschen schwierig, wieder zurückzukommen. Das heißt, wir haben zwei Vorteile. Es wird einmal das Material gegen den Anschlag gedrückt und durch diesen Druck haben wir eigentlich auch einen kleinen Rückschlagschutz. Das heißt, das Stück hat es etwas schwieriger zurückzufliegen. Also das nur noch mal, weil ich es vorhin angerissen habe und eigentlich gar nicht gesagt habe, was es ist. Das ist sehr sinnvoll.
Genauso wie ganz viele Sachen hier sehr sinnvoll sind. Ich denke, ich habe die großen Key-Features, zumindest die für mich ausschlaggebend waren, jetzt euch mal näher gebracht. Was natürlich der spannende Part ist, wie fräst die Maschine eigentlich? Und das ist das Wunderschöne daran. Das können wir jetzt in ganz, ganz vielen Projekten nicht so wie produkttestmäßig uns irgendwie an so einem blöden Beispiel angucken, wie ich fräse jetzt hier eine kleine Nut rein, sondern das, was wir machen, ist, wir nutzen sie einfach so, wie ich sie nutze. Für große Projekte, für echte Projekte. Und da wird sich dann auch relativ schnell zeigen, warum ich einfach diesen Monster-Fräsmotor genommen habe. Denn wir fräsen ja jetzt hier nicht irgendwelche Fichtenstreifen, sondern wir bauen ganz genau, so wie wir das in allen Videos machen, weiter mit Harthölzern. Da brauchen wir Power, da brauchen wir saubere Ergebnisse und genau deswegen bin ich hier gelandet. Ich hoffe, dass jetzt einige Fragen zu der Fräse an sich für euch geklärt sind. Ganz, ganz wichtig. Was man noch sagen kann, wenn ihr jetzt selber überlegt, ob ihr auch in dieses System einsteigt, umsteigt, ich hatte ja schon gesagt, diese Platte passt in jeden Cracktisch, dann schaut euch genau an, was wollt ihr machen, was braucht ihr dafür? Das ist ja auch das, was ich gemacht habe, einfach zu schauen, das sind meine Anforderungen, was kann ich da am besten nehmen? Das heißt, es kann im Endeffekt sein, dass ihr eine völlig andere Fräse am Ende habt. Vielleicht den gleichen Tisch, vielleicht auch nur die gleiche Platte, aber dafür einen anderen Fräsmotor. Das, was mir wichtig ist, ist, schaut, was für euch Sinn macht. Von der Größe, von der Kraft, von den Einstellungsmöglichkeiten. Denn das ist wie bei allen Sachen, ich sage euch das immer wieder, ihr müsst damit arbeiten, nicht ich. Ich muss hiermit arbeiten, deswegen habe ich mir das ausgesucht. Wenn euch das bei eurer Entscheidung hilft, dann freut mich das. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr sie einmal unten in die Kommentare schreiben. Und allgemein würde ich sagen, macht euch einfach schlau, schaut euch mal um. Ich habe euch den Shop, wo ich alles her habe, unten einmal verlinkt. Ich verlinke euch aber nicht einzelne Teile, weil ich, wie gesagt, denke, den Tisch, den werdet ihr relativ schnell finden. Das ist der Crack-Frästisch. Und alle anderen Teile würde ich mir immer individuell zusammensuchen und schauen, was passt für mich am besten. Denn dann seid ihr damit am glücklichsten und das ist das, was zählt, genauso wie ich mit meinem glücklich bin. Jetzt, mir fällt kein guter Reim ein, wollte ich schon wieder sagen, halte ich die Schnauze und gehe nach Hause, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Also kommt jetzt sowas wie, tschüss, sehr einfallsreich. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, tschüss. Ach so, Moment. Deswegen ist mir kein guter Reim eingefallen, weil ich noch was in meinem Kopf hatte. Am Mittwoch machen wir etwas, was ihr euch ganz oft gewünscht habt, was ich aber eigentlich nie mache. Also könnt ihr auch in den Kommentaren schon mal raten, was genau das sein könnte. Ich kann schon mal sagen, ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass ihr euch sehr darüber freut. Das ist vielleicht eine bessere Nachricht als ein Reim am Ende eines Videos. Also, damit ist das Video zu Ende. Wir sehen uns am Mittwoch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.